Super Nerds überträgt der WDR heute ab 20.15 Uhr auch die Premiere live. Und unsere Reporterin Manuela Klein ist jetzt auch live dort. Manuela, was passiert denn da gerade? Ja, in diesem Moment, Simone, ist Einlass und schon der startet mit einer Überwachung. Man muss nämlich erstmal durch diese Sicherheitsschleuse, ich glaube, ich habe auch Metall an mir, aber ich gehe jetzt einfach mal weiter. Ja, und die Zuschauer, rund 600, also das Haus ist auch ausverkauft, die haben sich teilweise im Vorfeld registrieren lassen, ihre Daten abgegeben und bekommen seit etwa 2 Wochen seltsame Telefonanrufe oder irgendwelche E-Mails, die dann halt sagen, sie sind auf gewissen Überwachungslisten der NSA, um schon mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Ja, und die Regisseurin des Theaterstücks, Angela Richter, die hat sich schon sehr intensiv in den vergangenen Jahren mit dem Thema Überwachung auseinandergesetzt, hat auch mit sogenannten Whistleblowern, also Aufdeckern wie Edward Snowden oder Daniel Assange gesprochen. Und wir haben eben schon mal mit ihr gesprochen. Angela Richter, was wollen Sie mit dem Theaterstück erreichen? Also im besten Fall Aufklärung und hoffentlich auch ein bisschen Konterpropaganda. Warum ist das Thema so wichtig? Das Thema ist wichtig, weil ich glaube, dass es das Thema unserer Generation ist, weil ich es nicht fassen kann, wie wenig Reaktionen es darauf gibt, dass wir alle sozusagen uns mitten in einer Überwachungsapokalypse befinden, ja, die uns droht und totalitär ist. Und irgendwie ist es bei den Leuten noch gar nicht angekommen. Und mir ist es einfach ein Anliegen, das Thema auf den Teppich zu bringen, egal wie. Ja, und ab 19:45 wird das Ganze im WDR-Fernsehen übertragen. Ab 22 Uhr gibt es dann noch eine Dokumentation mit dem Titel Digitale Dissidenten. Und da erzählen unter anderem auch Whistleblower wie Edward Snowden über die Hintergründe der Überwachung. Hier mal ein kleiner Filmausschnitt. Ich entdeckte im Laufe der ersten 3 Wochen nach dem 11. September, dass all diese Informationen, die uns jetzt überschwemmten, dazu benutzt wurden, die Kommunikation innerhalb der USA zu überwachen und abzuhören. Die Überwachungsprogramme wuchsen wie Metastasen und weiteten sich so aus, dass bis heute noch nicht alles aufgedeckt ist. Daraus wurde so eine Art Alles-muss-gesammelt-werden-Mentalität, ein regelrechter Sicherheitswahn. Snowden war der Einzige in der verdammten NSA, der absolut das getan hat, was er tun musste. Wie viele Menschen hätten genau das tun sollen? Being a patriot. Patriot zu sein bedeutet nicht, der Obrigkeit zu gehorchen. Deine Pflichten gegenüber deinem Volk und deinem Land zugunsten der Regierung zu vernachlässigen, das ist das Gegenteil von Patriotismus. Ja, und das Besondere ist an dieser ganzen Geschichte, dass neben dem Theaterstück auch live eine Sendung gefahren wird. Das passiert hier also nebenan im Studio. Da gehen wir mal kurz rein. Hier vorne sitzt also gleich Bettina Böttinger und sorgt für eine Kommunikation zwischen der Theaterbühne und den Zuschauern zu Hause am Bildschirm. Und das ist sehr, sehr spannend. Man kann auch Fragen stellen und so weiter. Man kann das Ganze also live mitgestalten. Frau Böttinger, warum ist das Thema so wichtig und was erleben wir hier gleich? Nie in der Geschichte der Menschheit hat es eine solche Sammlung und Kontrolle von Daten über alle Menschen überhaupt gegeben. Und ich glaube, da lügen wir uns alle noch ein bisschen in die Tasche und nehmen das nicht wirklich zur Kenntnis. Und das versuchen wir heute Abend mit diesem Experiment bei dem Theater, Fernsehen und Netzverschmelzen, das versuchen wir ein bisschen klarzumachen. Ja, also in der Tat ein sehr spannendes Experiment und mein Gefühl ist wirklich, man bekommt einfach mal einen Eindruck davon, wie es ist, überwacht zu werden und kann dann eben auch noch mitmachen. Wer sagt, das schaue ich mir auch noch mal an. Es gibt noch 10 Vorstellungen. Morgen um 19.30 Uhr ist die nächste hier im Schauspiel Köln und damit zurück erstmal ins Studio. Dankeschön, Manuela. Ein bisschen verknüpft, kompliziert, aber sehr spannend.